Herzlich willkommen zu unserer ersten Videoblog-Botschaft. Heute geht es erstmal um das Vorstellen. Wer sind wir? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Und ich kann euch mal sagen, wer ich bin. Ich bin die Laura. Ganz einfach. Punkt. Nein, wir wollen da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, weil wir wollen ja auch so ein bisschen euer Vertrauen gewinnen. Und da braucht es dann schon mal ein bisschen mehr Informationen. Also erstens, mein Name. Eben, mein Name ist Laura. Meinen Nachnamen, den verrate ich euch nicht. So, dann, warum mache ich hier mit? Ja, also eben, ich bin auf die Idee gekommen. Ich habe Beaver Bunch geguckt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Hey everyone, I'm Jess, your host for Mondays on the Beaver Bunch. And this week, we're talking about sex. Und hat mir super gefallen und irgendwie habe ich gedacht, das könnte doch wirklich was auch für das deutsche Publikum sein. Und da ja auch nicht alle der englischen Sprache mächtig sind oder auch nicht die Geduld dazu haben oder das einfach nicht gesehen haben, kann man das ja auf Deutsch auch machen. Und außerdem haben wir nicht dieselben Probleme wie die Amerikaner. Ne? Wir sind ja immer noch nicht so global, sind wir ja auch immer noch nicht, dass überall die gleichen Probleme da sind. Ich möchte gerne euch unterstützen, in was auch immer, was für Probleme ihr habt, sei es jetzt über das Coming Out, sei es Ärger mit den Eltern, sei es sonstige Probleme im Umfeld oder einfach Fragen oder Ideen, die ihr einbringen könnt und so. Und da würde ich gerne mit euch diskutieren und auch vielleicht einmal zusammen lachen. Ja, gut. Dann, woher komme ich? Ich komme aus Buxtehude. Nein, ich komme aus Kassel eigentlich. Ja. Die wunderschöne Stadt Kassel, wo alle immer den Witz machen. Ja, in Kassel, da bin ich nun mal durchgefahren. Haha, sehr lustig. Kassel, okay, ich muss sagen, im Gegensatz zu vielleicht Hamburg oder Berlin ist nicht so der Renner. Aber, also Kassel hat auch seine schönen Seiten, aber ich möchte jetzt auch nicht das ganze Programm über Kassel reden, aber wenn ihr mal Tipps braucht, wo man schön in Kassel hingehen kann und so, ich bin die perfekte Reiseführerin dafür. Nun ist es aber so, dass ich in die Schweiz gezogen bin, als ich 5 Jahre alt war. Da habe ich dann genug von meinen Eltern, habe gedacht, so, packe ich meine Koffer, fange da ein neues Leben an. Nein, stimmt natürlich auch wieder nicht. Mein Vater hat da einen neuen Job gekriegt und deswegen sind wir da hingezogen. Und darum kann ich auch sehr gut Schweizerdeutsch reden. Also falls da ein paar Schweizer rum sind, ich bin auch da, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hochdeutsch nicht versteht. Denn, ja, könnt ihr auch mich fragen. Kein Problem. Gut, ja, was sind meine Hobbys? Achso, übrigens, ich ziehe aber jetzt wieder nach, also nicht wieder, ja doch eigentlich schon, ich ziehe wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin, weil dort meine Liebe ist. Ups, ja. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Meine Stärken und Schwächen. Also ich bin ein sehr geduldiges Kind, muss ich sagen. Ich bin ein spassiges Kind. Ich bin ein erwachsenes Kind. Also ich denke mal, man lernt immer mehr dazu und so. Und ich finde wirklich auch, dass die schweren Zeiten, die bringen einem weiter. Also wenn ihr mal eine schwere Phase durchmacht, durchhalten. Denn danach geht ihr als Sieger hervor, wenn ihr das durchgestanden habt. Also kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ah genau, ich kann ohne weiteres Vorurteile abbauen. Also mag sein, ich denke mir Vorurteile, das ist normal, Stereotypen hat jeder. Aber ich, wenn ich dann mit der Person selber in Kontakt trete, bin ich durchaus dazu bereit, meine Vorurteile abzubauen. Genau, meine Hobbys. Es sind Gitarre spielen zum Beispiel. Sehr gerne. Sagen wir mal mittelmäßig gut. Schlecht. Je nachdem, ich werde euch vielleicht mal eine Kostprobe geben. Dann reise ich sehr gerne. Round the globe.
Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Sprachen interessieren mich dann natürlich auch sehr. Ich spreche Spanisch, Spanisch, Deutsch, Schweizerdeutsch. Habe ich Englisch? Englisch. Französisch. Un peu de français, hein? Dann Museen gucke ich mir gerne an. Also ich bin sehr an Geschichte interessiert. Ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe gerne tanzen. Party, Party, Party. Ich gehe gerne Kaffee und Kuchen essen. Naja, auf jeden Fall gehe ich hier auch, also in der Schweiz, gerne Kuchen essen. Aber wenn ich dann nach Deutschland komme, meine Güte, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ja, und auch sonst gehe ich gerne essen. Restaurant, schön gemütlich, Wein, Pizza, Pasta, Indisch, alles Mögliche. Ja, und jetzt kommt noch mein Lebensmotto. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, weil ich kann mich nicht für ein Lebensmotto entscheiden. Das ist zwar ein bisschen kompliziert, wenn man immer so verschiedene auf einmal hat, aber das kann man einfach irgendwie nicht in einem zusammenfassen. Was immer du tun kannst oder träumst, es tun zu können, fang damit an. Das ist auch von Goethe, finde ich sehr gut. Nur eines macht sein Traumziel unerreichbar, die Angst vor dem Scheitern. Richtig. Wunderbar. So, jetzt Aufruf an euch. Habt ihr Themenvorschläge, die wir diskutieren sollen? Oder habt ihr Fragen? Also, falls ihr Fragen habt und so, wir freuen uns wirklich über Rückmeldungen, über alles Mögliche. Wäre sehr dankbar, wenn ihr da ein bisschen mitmacht und uns vielleicht zum Start verhelft, wenn es euch interessiert natürlich nur. Und ja, danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und morgen kommt ein neuer Vlogger dazu. Bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil ich kenne die Person ja selber noch gar nicht. Wir kennen uns alle nicht, das ist also per Zufall zusammengewürfelt worden. Nein, schaut morgen wieder rein. Danke. Ciao. Can't do it. I don't know. Bye, guys.